Wir würden Ihnen jetzt zeigen, wie man ein Video machen. Wir haben hier extra für St. Gallen, oder? Haben wir natürlich hier Raus genommen mit dem Wert. Die Holzmodelle sind aus Birnenholz. Birnenholz ist ein sehr herzes Holz. Wir haben Boden- und Deckelteig. Der Teig der besteht aus Dinkelmehl, aus Honig, aus einem Gewürz, aus Eigelb, Orangensaft. Dann machen wir hier so drauf. Und dann tun wir hier schön mit den Fingern so rauspressen. Dann tun wir ihn ein bisschen anstreichen mit Wasser. Nicht zu viel. Und nachher in die tiefen Löcher tun wir ein bisschen Überfüllung drin. Ein bisschen. Gut. Und nachher kommt Füllung drauf. Dann kommt Füllung. Ah, damit es dann wirklich auch aufgefüllt ist. Genau. Das ist einfach nur Grundwasser. Das ist Elisa-Wasser. Das ist also ein Rohr und da drinnen hat es so Halbedelstein. Und alles Wasser in dem Haus läuft durch die Anlage durch und wird dann eigentlich regeneriert. Ah, super. Und das Wasser ist ganz einfach zum Trinken. Und jetzt kommt der Boden drauf. Schön anpressen hier. Und dann ein bisschen mehlen, dass es klebt. Und sind wir den ausstechen? So. Ich muss gerne mit dem Morgen muss heißen. So, voilà. Grundsätzlich ist ein Gallerbiber eigentlich so genau. Das erste Mal ist er im 15. Jahrhundert erwähnt worden und der Appenzeller ist erst viel, viel später. Gut. Jetzt will jemand einen probieren.